Servus, zurück bei Let's Play Until Dawn. Wir sind unterwegs mit Ashley und auf der Suche nach Sam und sie bewegt sich immer noch von alleine. Mädel, was soll der Blödsinn? Okay, also. Die Frage ist die, können wir jetzt dann irgendeine Tür öffnen? Nö. Also da auch die gleichen Türen, die wir mit Sam nicht öffnen konnten, können wir immer noch nicht öffnen. Das war der Hinweis. Ja, den brauchen wir nicht, haben wir schon gesehen. Der Schlachtereibetrieb. Und wir können auch nicht mehr hinaus. Da oben war noch ein Foto von Josh. Ja, unser erstes Opfer, Josh. Wir hatten nie die Möglichkeit, mit diesem Charakter zu spielen. Gut, wir werden einmal nach oben sehen. Chris, du kannst dich schon mal unten umsehen. Wir gehen ins Badezimmer. Wäre auch angebracht, so blutverschmiert wie sie ist, dass man mal ins Badezimmer geht, vielleicht auch mal ein bisschen Blut erwaschen. Ich weiß nicht, ich darf mich das sehr ekelhaft fühlen, wenn das dann. Wenn es dann die wieder zum Leiten anfängt. Nein. Okay. Wir sind im Nein, wir sind nicht im Badezimmer. Das war jetzt dann cool, die Gestik. So ein bisschen abwischen vom Blut. Hier ist das Badezimmer. Ist das verschlossen? War das hier? Oder ich glaube schon, dass das dort war. Das ist auf einmal verschlossen. Okay. Wir gehen nicht ins Badezimmer. Das hätte sich wohl damit erledigt. Ja, ich möchte eben. Ich habe noch so viele Hinweise sind offen. Und alles, ich glaube, da nur stur entlang rennen an der Handlung, man würde da schon einiges versäumen, also. Wir haben ja festgestellt, dass da unten gerade was geblinkt hat. Dass man da einiges sehr schnell übersehen kann. Wenn man da nicht wirklich genau schaut. Die Küche. Ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Alter! Muss das wirklich immer sein? So, Fernseher. Geht bei dir was? Also ganz ehrlich. Ich will noch da hinten schauen, da war irgendwas. Jo, ich weiß. Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich. Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Okay. Was war das bitte für eine Aktualisierung? Oh. Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Das ist ja schön. Was ist hier? Natürlich kann ich dann nicht nach draußen. Gut. Ich würde mal sagen, wir gehen dann einmal ganz gemütlich runter, nachdem wir da jetzt dann eine gefühlte Ewigkeit noch einmal alles durchgegangen sind. Werden wir uns jetzt hier herunten umschauen. Ich weiß nicht, warum die manchmal so gern umdrehen. So, genau, hier wollte ich noch hin.
Da konnte ich ja mit Sam nicht her, weil hier war ja der Psychopath. Ach, hier ist alles versperrt. Ja, und ich glaube, diesen Hinweis habe ich auch schon entdeckt. Ja. Dann geht's wohl jetzt wieder in diesen Kinosaal. Ash, geht's dir gut? Sowas hätte ich auch gern zu Hause. Nur das. Ich weiß, du und Josh standet euch nackt. Sieh mal hier. Scherben? Was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Ah, das haben wir das letzte Mal nicht gesehen, dass da zum Keller geht. Achso, ja, da, ja, Sam ist ja beim Keller geflüchtet. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Da hinten, sicher. Hallo? Ne. Da ist nichts mehr. So, dann gehen wir in den Keller. Wieder einmal. Was soll das? Oh Mann, du kriegst dir gleich immer einen Schrei- und Blärkrampf. So. Die macht mich schon ein bisschen fertiger. So, was ist da? Ich habe mehrere Türen zur Auswahl. Welche ist wohl die richtige? Schauen wir mal hier. Das ist so abartig. Aha. Schauen wir mal in die. Okay. Dann probieren wir nochmal die andere. Irgendwie gefällt mir das. Das ist wirklich gruselig. Erstens einmal, wie groß. Oh. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Nö. Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Okay. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur. Wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Geht das? Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Nein. Nix, los geht's. Kehrt's auf, vielleicht selber weiter zum Geh. Böse Junge. Ich will mich umschauen. So geht das gleich einmal gar nicht. Na super. So wie zum Thema umschauen. Ich stoß gegen eine unsichtbare Wand. Hallo. Ich meine, hier könnte ja noch ein Totem versteckt sein. Wer weiß das schon? In den Keller, wo wir eigentlich am Anfang drinnen waren, kommen wir auch kein einziges Mal mehr wieder rein. Na gut. Es geht wieder in den Keller. Da ist ein Lichtschalter schon mal probiert. Wieso rennen wir hier alle mit der Taschenlampe herum? Da geht sogar ein Licht. Ja. Runter mit dir, Mädel. Da tickt eine große Uhr. Oder ist das der Boiler? Okay.
Schön langsam wird's lacker. Wow! Das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Ist denn hier los? Wow! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du dran gestoßen? Ich glaub nicht. Ich mein, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich habe Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Wo ist jetzt eigentlich das mit dem Boiler? Das war doch da hinten irgendwo, hätte man erbüht. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Nein! Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Warte, wie Pam! Scheiße, Ash, was? Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht! Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Okay, tut gerne mit. Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Da, Chris! Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein! Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Na? Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Frere Schacke spielt da. Ganz leise, aber das im Kopfhörer. Okay, musst du erst führen, es hilft nichts. Und apropos Hashtag, wir werden nicht von einem Geist verfolgt, sondern von einem Mörder. Hallo? Okay, die Tür geht immer noch nicht auf. Ihr glaubt jetzt vielleicht. Oh! Das Bild, ein Schlüssel. Aha. Na bitte. Oh mein Gott! Da, Chris! Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast! Siehst du? Das ist, Du siehst es, du! Ich weiß nicht, Das ist völlig verrückt! Chris, es zeigt uns den Weg! Ja. Zum Puppenhaus, schätze mal. Okay, das ist jetzt ein bisschen creepy mit den Geistern. Oh, das ist unglaublich. Ja. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Okay. Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Okay. Ich hab mich nicht erschreckt. Juhu. Was ist jetzt? Ein Büchlein. Das. Hannah. Ist Hannahs Tagebuch. Oh.
Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Schwupp. OMG, Mike hat zugesagt. Hurra! Er hat Josh heute angerufen. Zwinker-Smiley mit großen fetten Grinsen. Oh. Juhu. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Juhu, morgen steigt die Party. Alte. Was war das? Das kam von da hinten. Jetzt geht die Tür auf. Danke, jetzt kann ich mit dem ganzen Weg zurücklatschen. So, aha, jetzt ist die Tür offen. Und jetzt kommt sicher... Hallo. Alter, lauf nicht zurück. Nein! Ich hab's ja gewusst. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Keine Ahnung. Eine Werkstatt. Was ist hier? Eine Kamera. Chris? Hinweis. Versteckte Kamera. Und sie nimmt auf. Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Fick dich ins Knie! Das ist besser. Das ist gut. Das ist echt gut. Das gefällt mir sehr, ja. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Okay. Das schaut Transformatoren, ja, Trafos. Für Lampen. Da. Oh. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Originallampe? Ja, musst du das immer so schnell weglegen. Eine Schere. Auch wir bewaffnen uns. Ein Schmetterlingseffekt. Da vorne liegt noch was. Ein Puppenkopf. Da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Ja doch, boah. Shit. Ekelhaft. Boah, der Keller schaut aus, also da war schon... Was war das? War das gerade die Explosion dort? Auf den komischen Turm? Ist das die Tür, wo wir mit Sam durchkommen sind? Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Mhm. Ist das das? Na, keine Ahnung. Also, oh, ist es der gleiche Weg mit Sam? Hier. Glaub schon. Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Das ist hier wirklich riesig. Alleine was ich... Dort vorne haben wir sie mit... Da haben wir sie mit Sam versteckt. Genau. Das heißt aber, Sam ist nicht mehr da. Wir haben auch nichts gefunden. So. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wir haben sie blamiert. Wenn du es wärst,
Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Oh ja. Okay, I'm very verwirrt und irgendwie renne ich hier nur durch die Gegend. Da passiert gerade nicht sehr viel. Okay, ich gehe mal hier rein. Vielleicht... Nö. Kein... Oh, da ist was. Was ist das? Hey. 18. August, Absender, Quality Copy, Zeit? LTD. 2100. Warum druckt jemand falsche Zeitung? Das ist eine echt gute Frage. Clark Avenue, SW, Edmund Alberta, T6N8J5. Ex-Janitor, das ist doch diese Zeitung, die wir gefunden haben. Und das ist eine falsche... Ja, das ist eine falsche Zeitung, also... Mein Verdacht erhärtet sich gerade, den ich euch aber noch nicht mitteilen will. Ich habe da so eine kleine Ahnung, ob es denn stimmt. Nachher werde ich es natürlich sagen, ich hab's weißt ja gewusst. Nein. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Okay, wir schreiten mutig voran. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht hast haben. Recht. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Okay. Sie ist so ein... Geh runter mit dir. Ich weiß, du willst nach oben, ich will auch... dass ihr nach oben geht. Aber, ja. Also ich würde auch nicht mehr runtergehen. Was haben wir denn hier? Und sie ist dann immer so zu weinerlich auf einmal und dann wieder ganz normal und dann wieder, da will ich mit mir reden. Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Ja... Okay. Hier geht's nicht weiter. Wie groß ist denn das bitte? Das ist ja ein riesiger Keller. Okay. Hallo. TV-Lichter. Andere Richtung. An Autobatterien sind da Timer geklemmt. Auch noch irgendwie. Falsch, ergibt eigentlich null Sinn. Aber bitte. Dann geht's wohl hier weiter. Ich höre was. Wohin? Eine Tür? Nee. Also da herunten schaut es auf jeden Fall nicht so einladend aus, hängen da. Oh Mann. Für das ist es so. Oh,
Für das, dass wir so weit runtergegangen sind. Oh, immer noch Fenster nach außen. Das ist ja echt reizend. Haken und Ketten. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Hier? Jetzt hier noch. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Detektiv Jirke schlägt wieder zu. Ich habe einen wirklich erhärteten Verdacht. Zu der Tür komme ich nicht. Na klar, ich kann nicht über so ein Bänkchen steigen. Was ist hier? Das sind wir. Sam, Mike, Ashley, Josh, Chris und das ist Emily. Der hat die Augen ausgekratzt worden sind, also. Wer fehlt hier? Da fehlt doch jemand auf der Wand, oder? Der Matt fehlt. Ja? Der Matt fehlt auf der Wand. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Aber Emily. Na, Emily könnte. Könnte gestorben sein, ja? Das. Wissen wir ja eh noch nicht, aber wie hat der das mitgekriegt vorhin? Ich glaube, das ist erst passiert, wenn wir schon herunten waren. Ist das da die Tür? Halt, bevor wir da noch eine Tür öffnen. Schauen wir noch eine, okay. Okay, bevor wir da weitergehen, öffnen wir eine Tür. Okay. Was ist hier? Wieder ein Videoraum? Oh! Hallo? Also gut, vor dem brauchst du nicht erschrecken, dass du es gerade eingeschaltet. Oh, ist wirklich getan. Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Ach, komm schon. Sie hat es um einen Streich. Ja, du warst live dabei. Irgendwie unangenehm, oder? Gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so. So, was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Wow. Sie zieht sich das Shirt aus. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Ja, fühl dich mies. Das ist grauenvoll. Ich bin nicht so mies. Das ging wohl zu weit, aber. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Das sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Nein, er hat Sam nicht. Wir sind ihm entkommen. Hurra! Okay. Es geht ja weiter. Wir haben viele Hinweise entdeckt, aber... noch wissen wir wirklich nicht, was hier los ist.
Da geht's weit entlang. Aber auch hier kein Totem. Und immer noch, Chris trifft überhaupt keine Schuld. Er hat ja geschlafen mit Josh. Die waren ja ein bisschen im Alkoholkoma. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Bewegung untersuchen. Ich mache das. Ich komm gleich nach. Sam! Ash! Chris! Okay. Chris, hilf! Ich steck fest! Schön ruhig bleiben. Ich bin nicht da. Sorry, okay? Mach dich locker. Shh, wir haben größere Probleme als das. Was meinst du? Der Psychopath, Chris, ich habe ihn gesehen. Was? Oh, wo ist er hin? Keine Ahnung. Wir müssen leise sein. Er muss noch ganz in der Nähe sein. Super. Bitte, nein! Sam? Okay. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ist das die Türe, durch die der Chris gekommen ist? Da müssten wir durch diese Tür jetzt weiter. Ja, die blinkt auch so schön. Ist hier vielleicht noch was? So ein kleines... Ah, das war die Tür, durch die ich gekommen bin. Ja klar, und jetzt geht's nicht auf. Okay. Na dann. Oh, Chris. Oh nein. Hallo? Sam? Das ist nicht Sam. Das ist überhaupt nicht Sam. Ich meine, das sieht man doch, oder? Scheiße. Ich raff das nicht. Eine Puppe? Ja, nein, das ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. Oh, Chris. Oh, shit. Nein, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Land. Nein, 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 das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Und jetzt... Ja. Ich habe eine verdammte Idee. Also das war jetzt dann schon fast ein Beweis. Oh, shit. Oh, Mist. Ash? Ash? Oh je, wo Shit, sind ich wir? Ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Du perverses Stück Scheiße. Du Monster. Zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Alter. Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was
soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drumherum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Oh, mein Gott. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich hier nicht sterben. Ah! Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Ich hab Angst, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Chris, Arctic Supreme, 3:11. Oh mein Gott, nein! Nein, nein, Chris! Na sicher nicht! Ich werde gar nicht schießen, ne? Oh mein Gott, nein! Chris! Nein! Nein! Oh mein Gott, schieße nicht! Nein! Oh mein Gott, nein! Nein, nein, Chris! Schieße nicht! Chris! Nein! Chris, stopp! Nein, Gott, nein! Nein! Beide tot? Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank! Ein krankes Schwall! Okay. Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Oh oh. Psychopath! Was bisher geschah bei Until Dawn? Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon, ich... Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Was zum Teufel? Nein! Emily! Shit! 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 Kapitel 7. Verlust. 4 Stunden bis zum Morgengrauen. Sam. Washington Lodge, Keller, 3:05. Okay, bevor wir, hoppala, dort weitermachen. Es ist einiges passiert, boah. Also, fliehen oder verstecken. Sam hat während der Verfolgung alles richtig gemacht. Chris und Ashley fanden eine Puppe mit Sams Kleidern. Sam erkundete die Werkstatt des Psychopathen. Okay, noch nicht, aber okay, wir sind dabei. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ashley hat die Schere genommen. Ashley hat die Chance, sich zu verteidigen. Wir haben es aber nicht. Zusammenbleiben. Ashley hat sich von Chris getrennt. Ah, Ashley sah den Psycho in seiner Werkstatt. Aus nächster Nähe.
Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Okay. Gut. Sam. Schauen wir mal, die Werte haben sich nicht besonders verändert. Sie ist also ehrlich nicht mehr dazugekommen. Für die Zwillinge haben wir keinen neuen Hinweis bekommen. 1952 auch nicht, aber boah, da haben wir viel gekriegt. Okay. Eine versteckte Kamera. Eine Videokamera versteckt hinter einigen Kartons. Ein Stapel alter Zeitungen mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Poststempel deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurde. Ein Katalog für Spezialleuchtmittel. Die eingekreiste Birne gehört zu einem bestimmten Projektortyp. Update. Diese Birne passt in den Projektor, der in dem alten Hotel gefunden wurde. Oh. Batterien und Timer. Batterien, Schalter und Timer, die alle miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Unmöglich. Hat nicht funktioniert. Ein Schweinekadaver, der vor der Decke hängt. Er wurde vor kurzem ausgeweidet. Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Und hier Haken und Ketten. Blutige Haken und Ketten. Das sieht nach Schlachthauszubehör aus. Ja, hier haben wir nichts Neues dazu bekommen. Okay. Wir haben mit Sam eine neue Aufgabe. Aber liebe Freunde, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Gruselt euch nicht so sehr. Tschüss mit Ü. Ciao mit A. Servus mit Vogelv.